Oh mein Gott, die Börsen sind offiziell unter Null. Na und? Wir haben nichts mit den Börsen zu tun. Ich würde nicht nichts sagen. Was meinst du damit? Ich habe alles im Börsen gescheckt gestern. Unwahrscheinlich. Du machst Fehler nach Fehler, aber dieses Mal ist unser ganzes Geld verschwunden. Ich sollte sowas von dir erwarten. So, ich habe keinen Erfolg gehabt. Ich würde, morgen noch einmal versuchen. Wirklich? Okay. Wirklich. Ja. Wirklich. Ah, bitte nicht im Gesicht! Ah! Ja. Bitte. Ja. Ja, aha, ich verstehe. Vielen Dank. Aha. Brigitte, ich habe eine Idee. Ich bin der Mann mit dem Mann. Werden wir ein Abenteuer machen? Ja. Du, Brigitte und Klaas und Bernd, ein super toller Mann, die du uns holen, von Yucatan. Wen gehen wir? Wir müssen uns beeilen, so ihr werdet gehen morgen. Morgen? Also, wir werden im Trommel bleiben? Ja, dein Kontakt wird Professor Klaas. Er hat ein Laienschaft für Maya-Figuren und so weiter. Was würde passieren, wenn wir verschwinden würden? Wir müssen uns an Tieren verstecken. Wir können niemanden vertrauen. Ja, was werden wir bekommen? Warum holen wir Maya-Kunst? Weil die Maya-Figuren wohl von Coca-Cola sein. Bitte, ich liebe Pepsi. Du, Idiot, das ist nicht Coke. Das ist Kokain. Das ist voll von das, ja? Okay, ja. Wir werden Schwierigkeiten haben und nichts bekommen. Du bist so naiv. Ihr werdet Geld bekommen. Wirklich? Ich bin nicht sicher. Wie werden wir die Kohle flaschen in die Maya-Kunst stecken? Wie werden wir die Kokain über die Grenze? Einen Moment, bitte. Bringen. Wir werden nicht Cola, kein Pepsi in Yucatan kaufen. Na was? Nix. Das ist okay. Ja, was hast du gesagt? Wie werden wir die Kokain über die Grenze bringen? Es ist illegal. Wie werden wir es bringen? Ihr werdet die Zollbeamten der Polizei gelten. Und du bist so wie meine Frau, ja. Wir müssen aufpassen, weil ich nicht im Gefängnis bleiben wollte. Hab keine Angst, ich werde ihr retten. Einverstanden? Alles in Ordnung! Ja, wir sind bereit. Aber ich verstehe nicht, warum wir Pepsi in Deutschland nicht verkaufen können. Jedenfalls. Aber was ist mit den Bullen? Was passiert, wenn wir Pech haben? Was passiert, wenn sie uns folgen? Es ist ein Rübekeck, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist leicht für Dixie, sag ich mal. Du nur beobachtet und wartest auf Nachrichten. Wenn ihr erfolgreich seid, ich bin erfolgreich. Ja? Ich habe noch eine andere Bemerkung. Ja? Was sollen wir machen, wenn wir einen Unfall oder etwas haben, ein Verspätung haben oder wenn der Plan schief geht? Ihr sollt vorsichtig sein. Ich bin nicht deine Mutti. Oh, okay. Wirklich? Ja. Es ist einfach nicht mein Verantwortung. Zufällig. Habe ich vielleicht einen Job, das wie dieser Job ist, der nicht illegal ist? How ist es nicht so schrecklich wie dieser Job? Ja, aber für deinen Job,
Hörst du ein Million-Dollar bekommen? Das ist außerordentlich. Für 1 Million Dollar werde ich mich nicht schuldig fühlen. Du hast recht. Wir haben uns entschieden. Wir werden es machen. Gut, alles in Ordnung. Lass uns gehen. Halt! Ich bin draußen! Wer sind Sie? Ich bin Ben Schultz. Birgitte Jacobs! Ah, ich bin dein Kontakt von Ernberg. Du bist draußen? Was? Ja, ich bin eben draußen. Das Kokain ist darin. Wunderbar. Gut, das Kokain ist schon da. Sollen wir gehen? Ja. Gut, das war leicht. Wir haben Kokain. Hallo, hallo, hallo! Was war das? Das war ein Aborigine. Hier? Ja. Okay, wir sollen jetzt Rudy Grant gehen. Danke. Ich bin Bachmeister Orlando! Das ist erfolgen. Ich werde dich töten, du Miss Carol. Niemand kann meine Grenze überfahren. Nein! Das ist mein! Nein! 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 Nein!